So, hi und servus miteinander. Am Dienstag durfte ich euch ja das neue Odenwolf Picknick und die W-Machete, also dieses brachiale Teil hier mal ein bisschen zeigen. Aber das ist nicht alles, was neu ist von Odenwolf, sondern Odenwolf bringt nochmal zwei neue Messerchen raus, und zwar diese hier. Von außen, da sehen die zuerst mal ziemlich gleich aus, gleiche Scheide, gleicher Griff. Allerdings, die Klinge, die unterscheidet sich bei beiden doch massiv. Wie ich die Messerchen finde und wie die grundsätzlich mal ausschauen und den Test, den seht ihr natürlich gleich, und zwar direkt nach dem Intro. Also viel Spaß. Und jetzt schauen wir uns das W-Catcher und das W-Sawcatcher mal so ein bisschen im Detail an. Also kommen tun zuerst mal beide in dieser PP-Scheide. Die ist ordentlich verarbeitet, die ist gut. Wir haben hier an der Seite eben auch noch diese Aufnahmen für zum Beispiel Zubehör oder Feuerstahl oder sonstiges. Ich kann mir das an den Rucksack ranbinden und. Wir haben hinten einen stabilen Gürtelriemen hier. Das Ganze mit Klett und mit Druckknopf gesichert. Ich habe hier auch noch mal eine Sicherung, die ich jetzt nur noch hinten rumgelegt habe für den Griff, aber die brauche ich grundsätzlich gar nicht, denn wie ihr seht und hört, da wackelt nichts. Das ist optimal, das fällt nicht raus, da kann ich schütteln, wie ich will. Das ist wirklich toll. Und das Messer lässt sich toll ziehen. Und wenn ich das ziehe, dann seht ihr jetzt mal ein Messerchen mit einer etwas anderen Klinge, wie ihr es bis dato von Wolfgangs gewohnt seid. Vielleicht liegt es daran am amerikanischen Markt, dass Wolfgangs-Odenwald dort eben auch sehr erfolgreich ist. Und mit diesen Messerchen werden sie da mit Sicherheit auch sehr erfolgreich sein. Wir haben hier ein Messer, ja, grundsätzlich mal ein Jagd- und Survival-Messer. So ist es angegeben. Was man damit noch alles machen kann, das schauen wir uns aber nachher gleich an. Zuerst schauen wir uns jetzt noch den W-Sawcatcher an. Und dieses Stückchen, ich finde es echt witzig. Ich finde es auch echt hübsch. Und das hat mich total überrascht, muss ich auch dazu sagen, schon mal. Ja, ein bisschen gespoilert. Wenn ich das hier rausziehe, der erste Gedanke war, ja, irgendwie so eine Art römisches Schwert, ne? Mal gucken. Der zweite Gedanke war, wenn ich mir das eigentlich so geschaut habe, wenn das Ding sich jetzt gleich blau färbt, dann weiß ich, dass Orks in der Nähe sind. Also es hat so ein bisschen was vom kleinen Hobbit, vom Schwert des kleinen Hobbit, ja, Herr der Ringe. Und wie gesagt, wenn sich das Ding blau färbt, dann ist es nicht von Odenwolf, dann ist es von Elben gemacht. Aber es hat schon irgendwie so ein bisschen die Form. Ne? Aber es ist ein cooles Teil. Wir haben hier natürlich eine beidseitig angeschliffene Klinge. Somit natürlich genauso wenig wie dieses hier zum Mitnehmen eigentlich gedacht. Also unterliegt beides dem Führverbot. Ne? Muss man ganz klar dazu sagen. Das Ding ist recht cool. Und ich muss auch dazu sagen, im Normalfall ist es so, wenn Wolfgangs mir ein Messer zuschickt, dann packe ich die aus und dann nehme ich die sofort raus und dann teste ich die. So war es bei der W-Machete. Ich bin gleich mal raus in den Garten und habe mal ein bisschen was klein gehauen. Es war beim W-Picknick genauso, habe ich jetzt eigentlich immer mit dabei. Da ist es. Und gleich mal Brotzeit damit gemacht und so weiter. Jetzt bei diesen beiden Messerchen, aufgrund dieser Klingenform, die doch sehr speziell ist, lagen die Messer bei mir tatsächlich zuerst mal ein paar Wochen rum. Und ich habe mir echt ein paar Wochen lang Gedanken gemacht, was machst du mit diesen Messern? Wozu sind denn diese Messer? Und wozu sind sie geeignet? Und ich bin dann auf amerikanische Videos gestoßen, weil in den USA sind diese beiden Modelle, ich glaube, schon seit 4 Wochen oder sowas auf dem Markt. Und bin dann auf ein paar YouTube-Videos gestoßen von den amerikanischen Kollegen, die diese beiden Messerchen tatsächlich
für den Outdoor-Bereich nutzen. Und ich dachte mir, das sind noch keine Outdoor-Messer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann meinen Blickwinkel und vielleicht auch meine persönlichen Vorurteile solchen Klingen gegenüber mal über den Haufen geschmissen. Wie gesagt, aus einem anderen Blickwinkel drauf geschaut und einfach mal geschaut. Und ich war absolut überrascht. Und was die zwei Teile jetzt auch im Outdoor-Bereich können, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und jetzt fangen wir mal an hier mit dem Catcher. Wir haben hier einen D2-Stahl mit einer Hartung von, ich glaube, 58 bis 60 HRC. D2, absolut zuverlässig. Ich habe damit bis dato noch gar nie Probleme gehabt. Jetzt ist hier natürlich alles ein bisschen schräg und ich habe hier wieder einen Baton mit ein bisschen Geäst mit dran, aber es soll nicht stören. Jetzt hauen wir das Ding mal so ein bisschen auseinander oder versuchen es mal. Ne? So, und das funktioniert doch recht gut. Aber wir machen das Gleiche jetzt nochmal. Machen wir einfach nochmal so rum. Und ihr seht, batonieren, das kann das Messerchen. Das ist wirklich absolut in Ordnung. Absolut. Aber jetzt schauen wir uns mal das Gleiche nochmal an. Und zwar mit dem W-Sawcatcher. Was kann das? So, und jetzt probieren wir mal mit dem W-Sawcatcher. Machen wir mal den Wald hier weg. Das Prügelchen hier auseinander zu hauen. Und da ist halt immer die Frage, dadurch, dass ich eine doppelt angeschliffene Schneide habe und eine beidseitige, erstens mal, wo setze ich hier an, weil ich habe ja hier diesen Bauch, na, setze ich weiter hinten an oder weiter vorne, mal gucken. Und zweitens ist natürlich die Frage, wenn ich hier oben drauf knüppel auf die Schneide, mache ich mir die Schneide kaputt, aber das sehen wir jetzt gleich, wenn wir es probiert haben. So, machen wir noch einmal, nein, das machen wir nicht, ich zeige euch was anderes. Jetzt gucken wir uns zuerst mal hier die Schneide an und die Schneide hat überhaupt gar nichts abbekommen, ne? Auf beiden Seiten. Also absolut top. So, und jetzt schauen wir uns mal an, kann das Ding denn auch hacken? Und ja, das kann's. Und es macht sogar richtig Spaß, muss man ehrlich sagen. Und ihr seht, wie schön dieses Teilchen hier weggegangen ist. Ja, wie war es? So rum war es dann. Ne? Also mit einem Schlag richtig, richtig cool. Also das hat schon was. Das hat schon was. Und vor allem muss ich auch sagen, obwohl der Griff so recht kurz ist, ja. Der liegt fantastisch in der Hand. Der liegt wirklich fantastisch in der Hand. Man kann hier hinten natürlich noch einen Fangriemen anbringen, aber das brauche ich jetzt hier gar nicht. Also das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Ne, also ich finde, es ist schon recht cool, was ich da für Dinger weghake. Also das ist schon richtig, richtig geil. Aber jetzt schauen wir natürlich auch noch, Baton brauchen wir jetzt nicht mehr. Wie tust du denn insgesamt so ein bisschen beim Choppen? Ne? Und auch hier. Also es macht einen richtig guten Job. Absolut. Also wirklich. Also ihr seht, absolut
Top. Jetzt schauen wir uns das gleiche aber auch nochmal an. Natürlich mit dem normalen W-Badger. Sodele. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Und auch hier überraschend gut. Die Dinger sind ja nicht besonders schwer. Also, und für das funktioniert es fast schon fantastisch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und wenn ihr jetzt hier mal schaut, das ist wirklich gut, was das Ding weghaut. Ne? Also mir gefällt es wirklich, wirklich gut. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das Ding hier beim Schnitzen verhält. Und ihr seht, scharf ist es. Das funktioniert recht gut. Und selbst hier vorne, wenn ich hier natürlich schnitze, ich habe hier natürlich wenig Kontrolle, sage ich mal. Ne? Einfach durch die lange Klinge, ja, ganz klar. Aber es tut's. Ne? Ich kann ja hier nochmal zum Beispiel mit dem Finger nachdrücken und kann hier zum Beispiel dann eben auch ganz, ganz feine Löckelis machen. Funktioniert. Also, ja, schnitzen kann's. Klar, es ist kein Schnitzmesser, na, dafür ist es nicht gedacht. Ich nehme mal das W-Scandi dazu. Wenn ich hier reingehe, ja, der beißt natürlich anders. Einfach durch den Scandi-Schliff. Ist gar keine Frage. Ihr seht, na. Aber dieses hier, das W-Catcher, macht auch einen guten Job. Löckelis kann es machen, schnitzen kann es. Was will man mehr? Also bis jetzt, muss ich sagen, macht es einen guten Job. Aber jetzt schauen wir uns natürlich hier mein kleines Hobbit-Schwert an. Beziehungsweise mein römisches Legionärsschwert. Keine Ahnung, vielleicht haben die Römer dieses Ding ja oder so ein Ding ja wirklich gebraucht, um den oder benutzt, um den Limes zu bauen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt schauen wir mal, ob das hier schnitzen kann. Ja, auch hier. Das Schnittbild ist sauber. So, wenn man hier mal schaut, absolut sauberes Schnittbild. Das funktioniert auch hier. Auch hier natürlich kein Vergleich mit dem W-Scandi. Aber das haut schon gut weg an sich. Ne? So. Noch hier Löckchen funktioniert mit diesem Messerchen natürlich auch. Jo, ich kann das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise werfen. Auch dafür funktioniert. Und ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass man hier mit dieser Spitze eben auch gut irgendwie bohren kann. Ne, also, ihr seht es. Das funktioniert doch recht gut. Und ich glaube, da kann ich doch zum Beispiel schön aushöhlen, irgendwie so ein Löchle. Also auch das funktioniert recht gut. Jo, also wir haben jetzt gesehen, so ein bisschen was die können. Und ich würde sagen, dann kommen wir mal jetzt
mal zum Fazit. So, mein Fazit zum W-Catcher und zum W-Sawcatcher. Es sind richtig, richtig coole Messer. Und ich habe dabei eins gelernt. Vorurteile gegenüber gewissen Klingenformen darf man nicht haben. Es kommt immer ganz darauf an, wie man die einsetzt. Und ja, die amerikanischen Kollegen haben diese Messerchen als Outdoor-Messer benutzt und es funktioniert. Und es funktioniert erstaunlich gut. Ich hätte es nie gedacht. Ich finde, das funktioniert besser wie mit so manchem anderen Messer, das tatsächlich für den Outdoor-Bereich auch konzipiert ist. Fangen wir mal an mit dem W-Catcher hier. Das W-Catcher hat mir in allen Disziplinen wirklich gut gefallen. Egal ob Schnitzen, egal ob Batonieren, egal ob Hacken, Löckchen machen, funktioniert alles. Und funktioniert tadellos, das muss man ganz klar sagen. Was bei beiden Modellen absoluter Hammer ist, das ist dieser Griff. Obwohl der so kurz ist, der liegt so fantastisch in der Hand. Und das ganze Messer ist so toll austariert. Also beide, dass es wirklich eine wahre Freude ist, mit dem zum Hacken. Und ich muss da gar nicht bis da hinten hin zum Hacken, sondern ich kann das einfach nur so. Das ist einfach toll. Und das, obwohl die gar nicht mal so schwer sind. Also das ist jetzt keine W-Machete oder sowas. Ich finde sie wirklich toll. Wirklich tolle Messer. Kommen wir mal zum W, also preislich vielleicht noch ganz kurz 69,90. Und dann kommen wir mal zum Sawcatcher. Liegt preislich 10 Euro höher, bei 79,90. Ihr bekommt aber bei beiden natürlich wieder den 10% Rabatt mit dem Rabattcode LARS10. Der Sawcatcher ist mein persönlicher Liebling von diesen beiden. Erstens mal die Klingenform, die hat es mir einfach angetan. Das sieht einfach cool aus. Wie gesagt, für mich ist es so ein kleines Hobbitschwert. Ich finde es einfach mega cool, mir gefällt es. Zudem natürlich auch hier wieder dieser wirklich fantastische Griff. Und ich, also von diesem Griff, ihr merkt schon, da bin ich echt begeistert. Das liegt so toll in der Hand, du kannst da vorne nicht abrutschen. Das gibt einen tollen Grip und alles. Und ich finde sogar das hier noch einen Ticken besser austariert wie jetzt das hier. Also das liegt einfach, es liegt einfach fantastisch in der Hand. Auch hier eine tolle Spaltwirkung, da es in der Mitte hier schön auseinander geht. Zum Hacken war es toll. Da hier dieser Bauch, ne, hier vorne, wenn ich da treffe, dann haut das Holz wirklich schön auseinander. Schnitzen funktioniert. Ich habe einen D2-Stahl, der macht alles mit. Also rundum echt ein cooles Teil und ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin froh, dass ich diese Messerchen hier von Wolfgangs zugeschickt bekommen habe und diese Videos aus den USA gesehen habe, weil ansonsten hätte ich mich an diese Messer nicht herangetraut. Und das wäre wirklich schade gewesen. Dieses Teilchen hier macht aber noch darüber hinaus noch sehr, sehr viel Spaß. Das zeige ich euch jetzt gleich noch im Abspann. Aber zuerst mal sage ich Tschüssle, bye bye, macht's gut. Über den Daumen nach oben würde ich mich wahnsinnig freuen. Und genauso natürlich auch, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Also, schauen wir uns das noch an.